Welche Bedeutung hat die Jugendberufshilfe in Niedersachsen aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege? Junge Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Zwar ist die Jugendarbeitslosigkeit zuletzt aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung zurückgegangen, die Zahl derer, die beim Übergang in den Arbeitsmarkt intensive Unterstützung benötigen, bleibt jedoch über die Jahre konstant. 5% der niedersächsischen Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne einen Abschluss. Diese Zahl ist in der letzten Zeit sogar wieder leicht gestiegen. Wir können es uns als Gesellschaft schlicht nicht leisten, diese jungen Menschen nicht zu unterstützen. Wie kann das Land Jugendliche noch besser beim Übergang in den Beruf unterstützen? Ziel muss es sein, allen jungen Menschen eine dauerhafte berufliche und soziale Integration zu ermöglichen. Dafür benötigen wir ein flexibles System von Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsangeboten, das sich an den individuellen Bedarfen der Jugendlichen orientiert. Die Jugendwerkstätten und Proaktivzentren sind ein wichtiger Baustein zur beruflichen Integration junger Menschen. Sie benötigen eine langfristige und auskömmliche Förderung. Hierfür schlagen wir vor, dass das Land Niedersachsen die Jugendwerkstätten und Proaktivzentren künftig in einem eigenen Landesprogramm fördert. Worin sehen Sie die besondere Stärke der Jugendwerkstätten und Proaktivzentren in Niedersachsen? Trotz der sicher guten Situation auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt gibt es auch in Niedersachsen weiterhin viele junge Menschen, die aufgrund komplexer Problemlagen ohne Unterstützung keinen Einstieg in eine Ausbildung oder das Erwerbsleben schaffen. Die Jugendwerkstätten und Proaktivzentren setzen genau hier an. Sie stehen für die Entwicklung und Vermittlung von stabilen beruflichen und sozialen Perspektiven und helfen den jungen Menschen dabei, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Damit beugen sie aktiv Jugendarbeitslosigkeit und damit auch Jugendarmut vor. Die Eingliederung von jungen Flüchtlingen ist zu einem zentralen Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit geworden. Wie beurteilen Sie das niedersächsische Angebot in diesem Bereich? Welche neuen Angebote sind notwendig? Wir wünschen uns für die Integration junger Geflüchteter einen planvolleren Ansatz, der Bildungsketten ermöglicht, die ineinandergreifen. Ziel sollte es dabei sein, frühzeitig auf eine gesellschaftliche Integration durch Beteiligung am Berufsleben vorzubereiten. Dies gilt schon für den schulischen Bereich. Durch intensivere Sprachförderung, gerade junger Flüchtlinge im Alter von 13 bis 16, könnten perspektivisch so manche Kosten vermieden werden. Positiv finden wir die Regelung der Ausbildungsduldung. Wenn junge Geflüchtete eine Ausbildungsstelle bekommen, hilft ihnen diese dabei, dass sie für die Zeit ihrer Ausbildung eben nicht abgeschoben werden und mittelfristig so dann auch eine Perspektive entwickeln können. Nur wenige Flüchtlinge sind nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland schon in der Lage, eine Ausbildung beginnen zu können. Hier bedarf es sowohl sprachlich als auch schulisch dringend mehr Förderung. Daneben müssten die ausbildungsbegleitenden Hilfen auch Flüchtlingen offenstehen. Es ist einfach unsinnig, möglicherweise gut motivierte und fähige junge Menschen von dieser Form der Unterstützung auszunehmen. In diesem Zusammenhang könnten auch die Einstiegsqualifizierungen besser genutzt werden. Rund 5% der niedersächsischen Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Wie kann der Übergang von der Schule in den Beruf besser gelingen? Wir möchten, dass allen Schülerinnen und Schülern, die aus dem Regelsystem herausfallen oder herauszufallen drohen, ein alternatives Angebot gemacht wird, um einen Schulabschluss zu erlangen. An dieser Stelle können übrigens Jugendwerkstätten ein wesentlicher Baustein im Übergangssystem von der Schule in den Beruf sein. So könnten diese in Zusammenarbeit mit Schulen die Schulpflichterfüllung als Standardangebot vorhalten. Sollten diese Kapazitäten nicht ausreichen, könnte über ein altes, aber bewährtes Modell der Hauptschulabschlusskurse nachgedacht werden. So könnten junge Menschen beruflich und sozial gefördert werden. Sinnvoll ist auch hier das Aufrechterhalten der Bildungsketten, um den jungen Menschen
die Vorbereitung auf das Ziel der Beteiligung am Berufsleben zu ermöglichen. Dies wäre grundlegend ein großer Gewinn für die Gesellschaft. Das Thema Jugendarmut wird inzwischen auch von der Politik wahrgenommen. Was ist zu tun, damit junge Menschen in Niedersachsen besser gefördert werden und niemand verloren geht? In einer so reichen Gesellschaft wie der unseren können wir Jugendarmut absolut nicht hinnehmen. Und tatsächlich reichen ja auch die Folgen von Jugendarmut weit über eine wirtschaftliche und soziale Benachteiligung hinaus. Sie beeinträchtigen die psychische und physische Gesundheit der jungen Menschen und gefährden ihre gesamte Entwicklung. Damit Jugendliche nicht durch alle Raster der Registrierung fallen und damit den Behörden und Einrichtungen verloren gehen, braucht es auf regionale Gegebenheiten abgestimmte Konzepte der Kinder- und Jugendhilfe. Den jeweiligen Kommunen muss es ein Anliegen sein, regionale Netzwerke zu bilden, an denen sich alle Dienste und Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit beteiligen. Junge Menschen mit offensichtlichen Benachteiligungen benötigen umfassende individuelle Förderkonzepte, die sich an ihrer Lebenslage orientieren.